Yep. Hi, ihr werdet hiermit offiziell begrüßt zu der letzten Session im Lernos Open Space 20. Vorletzte, Die vorletzte. vorletzte, aber die letzte gefühlt Die an letzte der, Kuh, wolltest du also sagen? die letzte Kuhle, so danach Krümel. Ich habe wirklich gedacht, das wäre die letzte, ja. Aber ihr habt noch die vorletzte Session vom Lernos Open Space mitgenommen in diesem Jahr. Wir machen eine improvisierte Session, wo wir Korrektur, über. vorvorletzte. Oh Gott, es ist noch so viel zu machen heute. Ja. Grüß dich, Harald. Hi. Also, ihr seht schon, wir haben noch eine ganze Menge zu tun heute. Es ist gerade erst Mitte des Tags, ja, und wir freuen uns total, dass ihr heute dabei seid. Simon und ich haben seit Anfang des Jahres ein Projekt auf kleiner Flamme, das Lernos Flow heißt, der Flow des lebenslangen Lernens und zum Ziel hat, in der Version 2.0 vom LernOS eine Übersicht zu bieten, wie lebenslanges Lernen strukturiert laufen kann und was die ganzen Ansätze, die in Lernos for You sind, also Working Out Loud, Getting Things Done, Objectives and Key Results, Scrum, das alles in einer schönen Übersichtsgrafik zusammenzubringen. Simon hat da auch schon eine Grafik fertig oder fast fertig, die für Version 2.0 eingesetzt wird. Und wir haben heute in dieser Session vor, mit euch einmal uns diese Grafik anzugucken, euer Feedback dafür einzuholen. Und dann im zweiten Schritt einmal zu schauen, wie kann man diese Grafik vielleicht für ein etwas hübscheres und öffentlichkeitswirksameres Poster auch nochmal herstellen, dass man sich so schön ins Büro hängen kann, um da vielleicht auch nochmal immer wieder daran erinnert zu werden, dass man ja lebenslang lernend unterwegs ist. Simon, magst du einmal das Muralboard teilen Ja, hier im Screensharing? das mache ich. Genau, wir machen jederzeit gerne Fragen im Chat. Wenn ihr nochmal den Link fürs Mural braucht, sagt ihr einfach Bescheid, dann paste ich euch nochmal den Link zu. Und Simon, wenn du jetzt einmal so rüber guckst auf diese recht linke Spalte, Spalte links. Rüber zoomen, meinst du? Genau, so ein bisschen Zoom. Und oben reinschauen, denn das, was wir jetzt hier machen, haben wir vor 1,5 Jahren schon mal gemacht für die Lernos in a Nutshell Sketchnote und deren Prozess kann man hier auf der Spalte kurz nachvollziehen, damit ihr so ungefähr wisst, dass dieser Prozess schon mal so gut erfolgreich gelaufen ist. Wir haben im letzten Jahr, habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie kann man in einer kompakten Sketchnote Lernos darstellen. Und wir haben 45 Minuten meine Skizzen angeguckt in Hamburg auf dem CLC-Camp. Und da ist dann am Ende diese erste Sketchnote mit dem Pfeil draus geworden, die ich dann nochmal überarbeitet habe. Und da war der Prozess total entscheidend und wichtig, gemeinsam in der Session zu gucken, was ist wirklich relevant. Also was wollen die Leute mitnehmen, was können die verarbeiten in so einer Sketchnote. Und genau das wollen wir heute mit euch auch machen, gemeinsam auf das Diagramm und auf verschiedene Vorbilder draufschauen, die es hier gibt, um dann gemeinsam mit euch zu überlegen, wenn man davon eine Posterversion macht. Wie detailliert wird die? Welchen Ansatz wählt man da? Was würde euch da ansprechen? Einfach als Inspiration für uns, damit wir da ein entsprechendes Ding fertig kriegen, das wir pünktlich mit der Version 2.0 releasen können. Simon zeigt den Getting Things Done Workflow Map. Das ist so die große Inspiration für dieses Posterprojekt. Finde ich sehr, also sie ist sehr detailliert. Es ist die maximalst mögliche Workflow-Map, die man dafür kriegen kann. Und
Simon, vielleicht zeigst du jetzt erstmal dein Diagramm. Genau, ich würde eine Grafik noch zeigen, die hier noch nicht drauf ist. Kann man vielleicht noch rüber kopieren. Ich weiß nicht, wer von euch, es ist jemand da, der Getting Things Done praktiziert. Das ist eine recht alte Methode, die kommt da schon von 2001. Und vielleicht kurz mal die Handhebelfunktion nutzen, falls das jemand praktiziert. Der Hadi, ja? Hast du mit der Grafik schon mal zu tun gehabt, die ich gerade teile? Du bist gemutet, Hadi. Warte, komm. Jetzt ist Mute-Symbol jetzt weg. Ja. Hat gedauert. Die Inhalte kenne ich wohl, die Grafik selbst habe ich so noch nicht gesehen. Okay, also man sieht unten, da ist ein Copyright drauf, 1996 bis 2004. Also das ist so im Kern die Grafik, die in dem ersten Buch 2001 drinnen war. Ja, und eigentlich den Kern-Workflow von Getting Things Done beschreibt. Ja, das ist ja, David Allen hat es geprägt als Selbstorganisationsmethode für Wissensarbeiter und hat gesagt, deren Arbeitsalltag ist dadurch geprägt, dass auf die ein ganzer Haufen Stuff einprasselt, wie er es genannt hat. Also ich kriege E-Mails, mein Chef fragt mich was, ich habe was im Briefkasten, ich schreibe mir eine Notiz auf, ich habe einen Gedanken. Das muss ich irgendwie in der Inbox sammeln, muss für mich bewerten, was ist das eigentlich? Ist it actionable? Also muss ich damit was tun? Wenn nicht, sage ich, dann gehe ich hier den Weg nach oben, ich schmeiße es in Abfall, Trash. Oder ich denke mir, vielleicht kann ich irgendwann mal was mit tun. Dann kommt es auf so eine Someday-Maybe-Liste. Oder ich sage, das brauche ich irgendwann im Zugriff, muss es irgendwann wiederfinden. Dann kommt es in meine Referenzablage, ne, wo ich es dann eben schnell wiederfinde. Wenn Karl zu mir sagt, Mensch, wo ist denn die Version 04 vom LernOS-Flow? Ne, dann sage ich immer, das Ding muss ich in 30 Sekunden gefunden haben, sonst ist meine Referenzablage schlecht. Genau. Dann, wenn es quasi actionable ist, fragt man sich, was ist the next action? Also next action ist ein ganz wichtiges Konzept in Getting Things Done. Wenn die nächste Aktion schneller zu tun ist als in 2 Minuten, dann mach sie gleich. Weil sobald du sie erfasst, aufschreibst, in irgendein System einpflegst, dauert es länger, als sie direkt auszuführen. Oder der Abzweig hier links, wenn es eine Aktion ist, die mehr als einen Schritt braucht, also Multistep, dann macht man daraus ein Projekt. Projekt ist quasi Next Action, in Getting Things Done ein bisschen was anderes als Projekt in der Firma. Das sind einfach Dinge, wo ich mehr als einen Schritt brauche, für die es sich lohnt, einen Projektplan, im einfachsten Fall eine Aufgabenliste anzulegen, die sortiert ist nach, was ist die nächste Aktion. Ne? So, wenn ich in dem Pfad nach unten bleibe, kann ich natürlich überlegen, die Action, delegiere ich die an jemanden, dass ich sie nicht selber tun muss, damit ich überwachen kann, ob es auch erledigt wird, kommt alles, was ich delegiert habe, in so einen Waiting-For-Bereich. Ne, wenn ich dem Karl sage, oder der Karl zu mir gesagt hat, bis Ende Oktober ist die Sketchnote fertig, kommt es quasi in den Waiting-For-Bereich mit dem Karl. Und wenn ich das nächste Mal ein Meeting mit ihm habe, frage ich ihn, wie weit ist denn die Sketchnote? Fast fertig, Simon, fast fertig. Ende Oktober war ja auch nicht der reale Tipp. Genau, und wenn ich sozusagen in der blöden Situation bin, dass ich es nicht delegieren kann, dann muss ich es sozusagen selber machen. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich muss es zu einem ganz dedizierten Termin machen, dann trage ich es in meinen Kalender ein. Oder ich muss es eben irgendwann machen, wenn ich Zeit habe. Da gibt es dann auch nochmal so ein Muster, wo man Aufgaben danach klassifizieren kann. Wie nennen die das? Kontexte in Getting Things Done. Also man muss immer an die 2000er Jahre denken, da hatte man nicht überall Internet, also da gab es so einen Kontext at Internet, also wenn ich Internet habe oder at Phone oder at Home oder at Shopping, ne, wo ich dann quasi sage, wenn ich einkaufen bin, dann gucke ich in die at Shopping Next Actions List und finde alles, was ich mir aufgeschrieben habe zum Einkaufen. Ne, und dementsprechend, weil das so alt ist, sind ganz viele Beschreibungen aus Getting Things Done, die man im Netz findet, teilweise noch so aus der Papierlogik heraus gedacht, also aus File of X, sage ich, und haben den ersten Digitalisierungsschritt mitgegangen, also sowas wie E-Mail, wie bilde ich es in Gmail ab, wie bilde ich es in Outlook ab, sind sie mitgegangen, aber den Schritt, wie passt das jetzt zum Beispiel in so eine Cloud-Lösung wie Office 365, findet man ganz wenig Hilfsmittel. Ja, und das wollen wir eben sozusagen mit dem Workflow und mit dem Leitfaden dann auch unterstützen, so ein bisschen die moderneren Tools der Selbstorganisation, wenn man so will. Aus dem Workflow, jetzt wechsle ich hier mal gerade mein Fenster,
haben wir dann Flow gemacht als Name. So ein bisschen, ich hatte es halt früh im Session Pitch gesagt, weil Flow ja dieser psychologische Zustand ist, wo ich so komplett in die Aufgabe vertieft bin und quasi daran arbeite, dass das was richtig Gutes wird. Also das ist so ein bisschen die Idee, ein bisschen zu modellieren, wie sieht so der Flow in der Wissensarbeit aus und an was für Dinge muss ich denken und dem Einzelnen, der es praktiziert, halt auch Schritte an die Hand zu geben, wo man sagt, Stück für Stück arbeite ich jetzt an einzelnen Elementen dieses Flows. Na, deswegen, ich habe jetzt erstmal die Grafik klein gezeigt, so wie sie auch am Whiteboard ist. Das erschlägt einen vielleicht erstmal ein bisschen. Über den Leitfaden wollen wir das dann in kleine Häppchen zerteilen, dass man sagt, da drückt mich der Schuh am meisten, meinetwegen Referenzablage, und dann kann ich lernen, was gibt es da für Tipps und Tricks mit umzugehen. Ich zoome jetzt da mal rein, erstmal hier auf diese Farbkodierung. Das sind sozusagen die Farben Rot, Grün und Blau für die Kernmethoden, die wir halt quasi übernommen haben aus anderen Pools oder aus bestehendem. Objective Key Results in Rot, Getting Things Done in Grün und Working Out Loud in Blau. Und dann gibt es noch so zwei, drei Elemente, die kommen aus dem Kontext PKM, also persönliches Wissens- oder Informationsmanagement, Personal Knowledge Management oder Personal Information Management. So, und dann würde ich einfach euch einmal zeigen, wie dieser Flow aussieht, weil er ist tatsächlich einfacher als vielleicht gedacht. Die Grafik, die ich euch vorhin gezeigt habe von David Allen, also die bei Stuff hier beginnt und Action hier hat, also dieser ganze untere linke Teil ist quasi 1:1 Getting Things Done, nur ein bisschen umarrangiert. Also da, wo Getting Things Done vertikal ist, von oben nach unten, haben wir das gemäß des LernOS Prozessmodellierungsguides in eine horizontale Variante gebracht, weil man bei Lean eigentlich auch immer von Input, Process, Output und möglichst verschwendungsfrei durch diesen Prozess zu laufen geht. Also das heißt, ich habe hier einen Prozessstartpunkt und ich habe hier drüben irgendwo einen Prozessendpunkt. Und diesen Prozess geht es eigentlich darum, von links nach rechts so schlank wie möglich zu gestalten. Ich gehe jetzt auf diesen grünen Teil nicht mehr ein, weil das ist, wie gesagt, das, was ich gerade schon erklärt habe. Wir haben hier oben, wir haben quasi so einen operativen Einstiegspunkt, einen Getting Things Done Einstiegspunkt und einen strategischen Einstiegspunkt. Also hier oben komme ich von Purpose, das ist in der Grafik, die Karl gezeigt hat, von dem GDD-Workflow, die oberste Ebene in Getting Things Done. Das geht wirklich bis Sinn des Lebens. Was will ich eigentlich erreichen? Was steht in meiner Grabrede? Wie auch immer ich das ermittle? Was ist mein Mission Statement, so Purpose-Driven Work? Daraus abgeleitet Visionen, also da gibt es verschiedene Varianten, Großmann-Methode, so das Leben in 7-Jahres-Scheiben teilen und zu sagen, was will ich denn im nächsten Abschnitt erreicht haben. Und dann natürlich hier, Vision muss ich irgendwie runterbrechen in, was mache ich denn ganz konkret? Deswegen ist hier quasi die Kombi Objective and Key Results. Also ich muss irgendwie mir überlegen, was sind Ziele, woran mache ich fest, dass ich die erreiche? Was für ein Ergebnis kommt da raus? Und an die Elemente ist hier quasi die WOL-Denke angedockt. In WOL suche ich mir ja irgendwann ein Ziel. Was ist mein Ziel für den nächsten Circle? Und ich stelle mir ja die Frage, who's related to my goal? Also was sind Leute, die mir helfen können, mein Ziel besser zu erreichen? Und dann geht es halt darum, wen muss ich in meinen Netzwerken oder meiner Community haben, um mein Ziel besser zu erreichen. Mit der Hoffnung, dass die mir eben helfen mit Dingen, dass ich diese Action hier viel, viel schneller durchführen kann, als wenn ich mir das alles selber überlegen muss. Das ist so die Logik hier in dem oberen Strang. Umgekehrt, wenn ich die Action dann durchgeführt habe, kommt da hinten ein Result raus. Also was weiß ich, mein Chef sagt mir, mach eine Präsentation, was du alles übers Corporate Learning Camp gelernt hast. Und das ist vielleicht dann erstmal ein PowerPoint-Datei, die auf meinem Rechner liegt und ich meinem Chef per E-Mail schicke. Und dann greift quasi die Definition von Working Out Loud als Observable Work plus Narrating Your Work. Also ich stelle mir in Bezug auf die Results die Frage, was davon macht Sinn, sichtbar in einem größeren Kontext zu machen. Ich sage vielleicht, meine Lessons Learned aus dem Corporate Learning Camp sind nicht nur für meinen Chef wichtig, sondern auch für die Leute in meiner Abteilung. Und vielleicht sind sie sogar für die Leute relevant, die beim Corporate Learning Camp dabei waren. Also muss ich es irgendwie public veröffentlichen. Ich muss es ins Internet stellen. Und dann bin ich eben genau bei diesen Fragen.
Welche sozialen Netzwerke nutze ich intern, extern? Welche führe ich einen Blog intern, extern, wo ich Sachen veröffentlichen kann? Muss ich im Sinne von Narrate Dinge erzählen? Also führe ich einen Podcast? Muss ich Dinge zeigen? Dann bin ich vielleicht eher bei einem Videoblog. Habe ich so einen einfachen Use Case, wie ich muss einfach nur Dateien wie eine PowerPoint-Datei veröffentlichen? Dann bin ich hier bei Dateiablagen. No, und das ist so quasi einmal so im Schnelldurchlauf. Ich lasse mal diesen PKM-Teil da noch aus, sonst wird es mit der Zeit ein bisschen knapp. So die Denke, die wir ab der Version 2 als übergeordneten Flow in diese drei Lernpfade reinbringen wollen. Ja, dass man sagt, man schneidet es so in Scheiben und kann dann Stück für Stück einfach Teile davon lernen. Ja, so vielleicht als Überblick. Können wir mal gucken, ich weiß nicht, ob da jetzt so direkt Verständnisfragen sind, dann könnten wir die gleich behandeln, sonst würde ich aufs Moral und den Karl wieder zurückspringen. Ich würde da auf jeden Fall jetzt die Verständnisfragen reinholen, weil das, du hast ja eben gerade gesagt, das ist schon etwas, was auf den ersten Blick echt eine ganze Menge drin hat. Ja, also hier sind vier Methoden miteinander verwoben und mich interessiert total, wie ihr das jetzt wahrnehmt auf den ersten Blick, weil ich habe die Grafik jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich habe verschiedene Lernaussprints hinter mir. Ich kann das alles irgendwie einordnen. Aber was macht erstmal diese Grafik auf den ersten Blick mit euch? Könnt gerne reinquatschen. Super. Ja, Bianca hier. Also ich finde sie super. Ich finde diese vier Komponenten super gut integriert. Also auch diese strategische und operative Ebene. Ich meine, wenn jetzt ohne die Erklärung, hätte ich es wahrscheinlich jetzt so nicht verstanden, aber mit der Erklärung macht es für mich sehr viel Sinn. Ich habe mich gefragt, wo das iterative Element da noch irgendwie visualisiert werden kann, weil es ist ja wahrscheinlich so, wenn ich komme von der strategischen Ebene auf die operative und während der operativen Ebene merke ich, ich muss irgendwie auch was vielleicht in meinen Zielen anpassen. Das heißt, da ist ja irgendwo so eine, ja, so, wisst ihr, was ich meine? So ein Cycle drin. Das könnte man vielleicht noch irgendwie darstellen. Ja. Aber sonst fand ich sehr, sehr sinnig und sehr, sehr viele Elemente gut integriert. Also ich habe es mir gleich aufgeschrieben, weil das ist tatsächlich noch nicht drin. Gleich noch als eine Bemerkung. Das ist erstmal noch gar nicht so sehr für die Endnutzer gedacht, sondern das haben wir erstmal gebaut, um eine Spezifikation zu haben, wie die Zusammenhänge sind. Das ist eigentlich genau die Kombi auch jetzt zwischen Karl und dem, was ich für den Leitfaden mache. Wir brauchen irgendwie für die Abstimmung und die Kopplung der einzelnen Cutters in dem Leitfaden mal eine Spezifikation, wo wir sagen, was hat Next Action mit Objectives zu tun? Und das muss ich dann eben in den Übungen und in den Vorlagen abbilden. Aber es ist eher wie so ein technisches Schaubild, was man vielleicht in der Version gar noch nicht auf Endnutzer dann zu loslassen will. Ich hätte vielleicht auch noch einen Aspekt. Mir gefällt es sehr gut, weil so viel integriert ist und weil es auch, wenn man es einmal verstanden hat, eine gute Orientierung gibt. Mir ist das Thema Transparenz da noch nicht abgedeckt. Nämlich, du schreibst hier Narrate oder Make Observable erst, wenn das Result da ist. Und eigentlich sollte ich ja die ganze Zeit auch meine Objectives auch ein bisschen öffentlicher machen. Ja. Vielleicht kann man da oben so eine Klammer machen, also diesen gesamten, was habe ich vor, in welche Richtung geht's und was habe ich denn erreicht, dass das, das Thema transparent arbeiten da noch hineinkommt. Das würde mir noch fehlen. Super. Objectives und wahrscheinlich auch Action. Also während ich dran arbeite, ja, sehr gut. Ja. Simon, ich tippe auch gerade schon hier Post-its in unser Muralboard, ja? Soll ich aufs Muralboard zurück, weil den Flow haben wir ja dort ja auch, oder? Du kannst es jetzt gerne nochmal 2-3 Minuten stehen lassen. Okay. Und dann wechseln wir gleich rüber ins Mural. Von mir auch noch eine Bemerkung in die obere linke Ecke. Aus ganz persönlicher Erfahrung und ich fürchte,
dass sich da manche vielleicht anschließen müssen können. Was ist der Trigger denn, um an sich zu arbeiten? Weil es sind sehr, sehr persönliche Angelegenheiten, während die operativen Dinge immer sehr einfach sind. Da gibt es dann schon Trigger. Und dann sagt man, ja, das mache ich dann auch mal. Ne? Allein der Prozess der Purpose-Findung, sag ich mal, oder überhaupt an der Reflexion eines Purpose, ist natürlich auch ist ein riesiger operativer Schritt. Mhm. Und für mich wäre dann gerade, weil das Thema jetzt so kam, so ein Sprint, die Sprint-Struktur wäre durchaus eine Sache, dass ich dann alle Vierteljahre, wenn ich sozusagen mal was gelernt habe, und Lernen ist eine Investition in die Zukunft, das heißt, es hat immer auf der oberen Schiene letztendlich seinen Ausgang, glaube ich. Ja. Okay, es sei denn, irgendwelche simplen Fähigkeiten, ich muss jetzt Word lernen, weil sonst kann ich meinen Job gerade nicht tun, also sehr operativ. Aber wenn ich etwas Neues lerne, dann bin ich auf der oberen Ebene, und die Sprintstruktur kann helfen, beispielsweise jedes Vierteljahr mal wirklich durch einen Prozess zu laufen, seinen Purpose nochmal zu reflektieren, seine Visionen zu reflektieren, anzupassen und so weiter und so fort. Weil die Gefahr dabei ist, wie hat so jemand schon gesagt, solche Pläne, solche Action Boards sind eine Anleitung zum Unglücklichsein. Ja. Warum? Weil ich nämlich dann hier Dinge draufstehen habe, hinter denen ich vielleicht nicht mehr stehe, und sie erzeugen mir bloß nichts als einen Riesendruck. Ja. Also jetzt könnte ich natürlich stundenlang weiterreden, aber ich glaube, der Gedanke ist da. Absolut. Und ich habe aber 0,0 Plan, wie man sowas in irgendeiner Form visualisieren kann. Ja, ich habe gerade einmal umgeschaltet wieder auf die, das kommt aus der, ist die untere Teil der Workflow-Map von Getting Things Done, weil viele nähern sich Getting Things Done aus diesem operativen Aufgabenmanagement heraus und überlesen teilweise in dem Buch das Kapitel Horizons of Focus, heißt das. Mhm. Und die arbeiten hier, das sieht man links, mit Flughöhen. Also es gibt so Runway, die Startbahn, das ist die Flughöhe von meinem Kalender, von meinen Aktivitäten. 10.000 Fuß sind Projekte, die ich mache. 20.000 Fuß sind Responsibilities, also meine Verantwortungsbereiche, meine Rollen. 30.000 Fuß sind Ziele, 40.000 Fuß sind Vision, also meine Vision, und 50.000 Fuß ist quasi der Purpose. Ne, und die Anleitung ist zu sagen, in meinen Weekly Reviews, mindestens einmal im Jahr sollte ich auf dieser Flughöhe 40.000 bis 50.000 Fuß sein. Mhm. Ne, und das ist aber ein guter Hinweis, weil wir das auch in der Grafik noch nicht drin haben. So. Also das wäre jetzt auch meine Beobachtung gewesen. Ich finde es also zuerst mal sehr, sehr hilfreich, dass das mit dem Color Coding, dass er da die verschiedenen Ansätze eben auch identifizierbar macht. Aber man hat ja dann im Getting Things Done, hat man rein die Frage, ist es actionable? Und hier wäre halt die Frage, ob man hier dann auch die Verquickung eben auch mit den Objectives mit reinbringt, dass man hier halt eben auf der einen Seite eine Auswahl hat, passt etwas zu meinen Objectives, will ich sie überhaupt machen? Filter, ja. Und das andere ist, dass ich auch entsprechend meine Objectives von der Arbeitsorganisation vielleicht unterschiedliche Stränge habe, die mir dann auch helfen, mich zu fokussieren. Dass ich eben auch in meinem Flow, wie du es zu Anfangs genannt hast, dass ich hier, um es praktikabel und effizient zu halten, ja, eben auch mal platt gesprochen, einen Tag mache ich Thema A, einen Tag mache ich Thema B. Und dass ich das also nicht komplett atomarisiere. Ja, okay. Ja, habe ich auch notiert. Vielleicht könnte man es durch verschiedene Karten hintereinander andeuten, dass man da mehrschichtig arbeitet. Aber da will ich jetzt nicht zu weit vorschlagen. Also es ist was man mir nicht unterschätzen darf, ist wie... Also es ist relativ Arbeit reingeflossen, das so einigermaßen zu enheddern. Ja, ja. Jede Verbindung, die man noch einfügt, kann einem das wieder komplett durcheinander würfeln. Ne? Also das ist so ein bisschen wie Tetris oder so. Aber werden wir auf jeden Fall versuchen unterzubringen. Ja? Der zweite Kommentar wäre noch, übers Working Out Loud schaffe ich es ja, oder idealerweise schaffe ich es ja, dass ich dadurch sehr viel mehr
Impulse und aber auch Lösungskapazität und Intelligenz von draußen bekomme. Den Loop, also den kann ich jetzt von dem Pfeil hier noch nicht richtig erkennen, aber das liegt vielleicht ja, es ist, ich habe es bei Social Network und Blog und so auf der Textspur mit transportiert. Social Network kann immer intern oder extern sein. Und genauso ist hier Network and Communities, kann intern oder extern sein. Mhm. Also ich kann als Trainer in einer Firma sagen, wo bekomme ich das Wissen her, was meine Ziele unterstützt? Und die Antwort ist Corporate Learning Community und nicht die interne Trainer Community. Also es gibt viele Kästchen, da müsste man die so teilen oder so intern, extern drüber schreiben, weil das finde ich immer wichtig ist, drüber nachzudenken. Man denkt oft in einer Firma immer über meine Kollegen nach und unterschlägt, dass da draußen 9 Milliarden sind, die mit Sicherheit mehr Wissen haben als die 50.000 innen drin. Ne? Mhm. Aber es ist ein guter Hinweis. Generell diese Außenwelt, dieses außerhalb von mir, so diese Schalen, ich, mein Team, meine Organisation, die Welt. Ja, weil du hast halt ganz oben rechts hast du das make observable, aber von wo kommt dann halt eben der Input? Ja. Ja. Mhm. Super spannend. Also wir haben ja hier so mindestens 2 oder 3 Use Cases dann für das, was hinter diesem Diagramm steht, hinterm Flow. Simon hat eben schon gesagt, dass das vielleicht auch gar nicht so in dieser Form unkommentiert in den Guides auftaucht, sondern dass es jetzt erstmal so eine Denke oder ein, wie hast du es ausgedrückt gerade, eine Systematisierung oder ein. Ja, jetzt für das Schreiben der Version 2 von dem LernOS for You ist es erstmal eine Spezifikation, um quasi im Text eine saubere Terminologie zu haben und zu wissen, was beziehe ich auf was. Und so wie es aussieht, ich meine, die Version 2 kommt hoffentlich Ende September raus, wird wahrscheinlich auch eine leicht noch überarbeitete Version davon erstmal drin sein. Ja, für eine Version 2.1, 2.2 und folgende ist es wahrscheinlich noch nicht der Wurm, der dem Fisch am besten schmeckt. Ne? Da wird man dann Schickeres vielleicht einbauen wollen. Und während man ja innerhalb des Guides immer noch die Möglichkeit hat, Ausschnitte davon zu machen, zu kontextualisieren und zu erklären, was so eine Grafik ist, ist ja die Verwendung als Poster oder, sag ich mal, als Köder, den Simon gerade angesprochen hat, ja, ein bisschen schwieriger, weil das Ganze muss dann ohne die ganzen Erklärungsmöglichkeiten funktionieren. Das führt ja im schlimmsten Fall dazu, dass man so ein Brett hat, wie die GTD-Workflow-Map, die mir persönlich viel zu komplex ist. Ja. Ich drauf gucke und denke, sieht sehr, sehr gut designt aus. Da hat David Allen oder David Allens Verlag Geld ausgegeben, ja, damit das gemacht wurde. Aber ich habe die noch nie komplett gesehen. Ja. Es ist auch witzig, also ich bin mit Getting Things Done 2004, glaube ich, in Berührung gekommen. Weiß gar nicht, ob es die da schon gab. Die andere Grafik, die ich euch am Anfang gezeigt habe, die habe ich total oft wieder hervorgeholt, wenn ich mir bewusst machen wollte, wo ich irgendwie besser werden will oder wie ich irgendwas organisieren will. Diese Workflow-Map nutze ich eigentlich fast nur zu dem Zweck, die Leute darauf hinzuweisen, schaut mal her, da gibt es diese Horizons of Focus, vergesst die nicht. Mhm. Weil der obere Teil ist im Wesentlichen dieser alte Flow, halt in hübsch. Ne? Da ist ja genau dieses What is it? Is it actionable? Und so, das ist genau abgebildet. Da hat mir aber diese alte, schwarz-weiße, einfache Grafik immer besser gefallen. Ja. Und ich glaube, die ist so von der Komplexitätsebene ja auch noch nah dran an dem, was du jetzt hier in der Spezifikation, also im aktuellen Flow mit drin hast. Und ich würde auch sagen, man kann nicht viel komplexer werden in einer Posterversion als das, was wir jetzt hier sehen. Aber mich interessiert hier total eure Einschätzung, weil bei der LernOS in a Nutshell war es so, dass ich auch gedacht habe, man könnte das wirklich einen kompletten Leitfaden zeigen und es in einer Sketchnote und es würde helfen, ja.
und würde Leute neugierig machen auf das, was dann da drin steckt. Aber die Rückmeldung da war, dass es eher abschreckt. Ja, dass man viele Sachen einfach nicht versteht und nicht weiß, was damit gemeint ist. Und wenn wir jetzt Zeit investieren, um genau das für Lernos 2.0 zu machen, nämlich diese Spezifikation hier zu nehmen vom Flow und zu zeigen, dass Lernos sich da sehr gute, detaillierte Gedanken für die Verzahnung verschiedener Methoden innerhalb des Leitfadens gemacht hat, dann ist ja total entscheidend, dass das neugierig macht und nicht abschreckt. Da würden mich mal eure Einschätzungen interessieren. Ich habe einen bösen Gedanken. Meist die besten. Ich fühle, dass wir hier versuchen, und ich merke gerade, wie es sich so formt bei mir, wo ich sage, ich wüsste nicht, wie ich es besser machen sollte. Ich glaube nämlich, dass, jetzt sind wir mal auf 3 Methoden oder auf 4 Methoden abgehoben, mir gefällt aber als Leitgedanke das Operationale und eher das, ja, wie auch immer, ich sag mal, das Persönliche, das sehr, sehr Persönliche, dass das eigentlich 2 Ebenen sind, die ich nicht notwendigerweise direkt aufeinander abbilden kann. Warum? Weil es für was völlig anderes ist. Und tatsächlich glaube ich nicht, dass ich sowas wie eine Purpose-Reflexion so abfahren kann, wie mein Zimmer aufzuräumen oder einen Lernos-Guide zu erstellen. Weil das sind ganz andere Prozesse im Gange und ganz andere Mechanismen. Und die, also um es mal an einem Beispiel konkret zu machen, ich glaube, dass man da sehr viel mehr dabei ist mit Gedanken wie Letting Come und Letting Go, das heißt Dinge wieder verblassen zu lassen, weil sie dann doch nicht so wichtig erscheinen, was eigentlich im Operativen jeweils immer eine Katastrophe ist. Weil das sollte ich sauber terminieren. Da gibt es Digitales. Während ich gerade in der persönlichen Arbeit eher mit Fuzzy-Dingen arbeite. Was da resultiert selten raus, dass ganz, ganz konkret irgendwas passieren ist. Da kann ich zum Beispiel entdecken, dass ich vielleicht irgendwie mal in Richtung Achtsamkeit was unternehmen muss, weil ich feststelle, dass ich gar nicht mehr ich selbst bin und keine Ruhezonen mehr kriege. Und dann gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten und es sind auch ganz spannende Dinge, wie ich die dann wirklich in die Welt bringe, wie ich sie materialisiere. Und nicht einfach zu sagen, und jetzt ist 3 Uhr und jetzt muss ich 10 Minuten Achtsamkeit machen, weil ich habe es so geplant. Ja, und das hätte für dich Auswirkungen auf die Darstellung oder eher auf die Erklärung? Ich fürchte auf die Darstellung, weil das suggeriert an der Stelle, dass die Dinge so miteinander vernetzt sind. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es 2 Ebenen sind und ich Dinge da drin anders abdecken kann. Es formt sich so eine Idee, aber ich kann es bestimmt jetzt nicht spontan visualisieren. Würdest du sagen, Auseinanderkennen, also wenn man jetzt bei der GDD Workflow Map die obere und die untere Hälfte nimmt, ne? Die obere Hälfte ist eher das Operative, die untere Hälfte ist eher das Strategische, dass das auch helfen würde, quasi operativ und strategisch zu trennen? Ich glaube, es kann gut sein, weil wie gesagt, ich sehe den oberen Strang gerade in seinen ersten Teilen, den kann ich schon nach unten auch abbilden. Aber ich ist kein separater Strang. Ne? Also auch da das Beispiel, ich mache Working Out Loud und ich sage mal, Working Out Loud hat ganz, ganz viel mit Purpose, mit Vision zu tun. Das haut so nicht hin, weil das suggeriert, dass die Dinge in irgendeiner Form in eine klare Sequenz zu bringen sind. Und das trägt so irgendwie nicht richtig. Also das wäre jetzt für mich auch an dem Diagramm die Problematik, dass ich nicht verstehen würde, dass eben wo Working Out Loud an sich ja auch ein Prozess ist, der eine Abfolge hat. Ja? Also letztendlich sind jetzt hier Working Out Loud und OKR sind jetzt, ich sage jetzt mal, eher wie einzelne Elemente sichtbar, aber eben nicht als Prozess sichtbar. Also für mich jetzt so aufs Erste nicht. Also ich bin auch, wie soll ich sagen, ich bin kein UML-Spezialist und ich habe nur einmal für einen Online-Shop die komplette Prozesskette abgebildet mit UML und da habe ich Monate rein investiert, bis ich soweit war. Aber wenn ich das jetzt so sehe, da fängt es bei mir so an, dass ich
Bock hätte, da jetzt die Pfeile hin und her zu schieben und auszuprobieren, wie es für mich eine Logik hätte. Ja? Also so ist es für mich, wie gesagt, ich bin jetzt auch, ich bin OKR-mäßig, ich habe mich da eingelesen, ich weiß so ein bisschen, um was es geht. Working Out Loud habe ich gemacht, PKM, sagt mir was. Also ich bin schon ein bisschen drin, aber ich würde jetzt hier nicht verstehen, dass alles andere auch Prozesse sind, die irgendwie eine Abfolge haben. Also vielleicht ein Gedanke dazu, in dem Flow geht es nicht darum, den Prozess abzubilden, wie man so eine Fähigkeit erlernt. Also ich würde jetzt den Working Out Loud Circle Guide quasi mal sehen, als es geht darum, dass ich lerne, dass das offene Teilen im Netzwerk mir hilft, meine Arbeit besser zu tun. Wenn ich diesen Lernpfad mal durchlaufen habe, weiß ich das und dann denke ich dran, wenn ich irgendeinen Result erreicht habe und habe es meinem Chef per E-Mail geschickt, reicht es denn, den per E-Mail zu schicken oder gibt es größere Kontexte, kann ich irgendwie eine Contribution zu meinem Netzwerk machen? Und darüber denke ich nach, weil ich vorher eben diese Fähigkeit erworben habe. Ne? Und ähnlich ist es bei Getting Things Done auch, da gibt es so ein Workbook, in welchen Schritten kann ich das erlernen? Und das ist dann aber eher so die didaktische Perspektive. Ne? Wie entwickle ich das Mindset bei den Leuten? Und das hier ist wirklich eher so diese Arbeitsworkflow-Perspektive. Da möchte ich noch einmal zurück, was der Harald gesagt hat. Mich hat Ähnliches beschäftigt. Ich würde es allerdings nicht trennen, nämlich strategische und operative Dinge. Weil wir kennen das alles, unser Arbeitsalltag. Wir haben 1000 Dinge, die da unter Staff daherkommen und könnten uns gut beschäftigen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann ist mit Purpose und Objectives dann nicht so weit hergeholt, weil das sind dann die Dinge, die wir nie schaffen. In der Grafik sehen wir, dass in der Mitte gibt es einen zentralen Entscheidungsknoten, nämlich der zweite knapp vor What's the next action. Dort fließen nämlich alle zusammen. Letztlich, ich habe 24 Stunden, Punkt. Mehr habe ich nicht. Und das heißt, ich habe einen limitierenden Faktor und ich muss entscheiden, mache ich Stuff? Oder wie weit passt das Stuff überhaupt zu meinen Objectives? Mhm. Und wenn es um produktive Arbeitsumgebung geht, geht es auch darum, einmal zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. Oder ansonsten an Kontextdingen zu arbeiten, damit ich da überhaupt zu dieser produktiven Geschichte komme. Ja. Und was mir bei Getting Things Done nicht gefällt, ist, dass eben genau dieser Stuff-Aspekt so im Zentrum steht und daneben gibt es halt noch ein bisschen sowas mit Vision. Ja. Ich würde es genau umgekehrt zeichnen, damit wir auch in eine einigermaßen selbstbestimmte Aktivitätenreihenfolge kommen. Ja, sehr gut. Das macht den Eindruck, wenn ich mit Staff starte, macht es den Eindruck, ich bin immer getriebener meiner Umwelt vielleicht. Ne? Genau. Ich würde mich da auch gerne nochmal anschließen, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt die Vorredner alle genau verstanden habe, aber ich glaube, mir gefällt gerade diese Verknüpfung von den verschiedenen Elementen. Das finde ich eigentlich gerade genau das Gute daran. Und ich glaube, wenn man diesen iterativen Prozess zeigt, also dieses Lernen, also mal ein Beispiel, wenn ich sage, ich möchte in meinem Leben gelassener werden, ja, als Purpose, und dann ist Achtsamkeit ein Thema, dann kann ich durchaus eine ganz konkrete Aktion haben. Ich probiere jetzt nächste Woche mal diese Meditationstechnik aus. Dann mache ich eine Erfahrung und gehe wieder zurück und merke, okay, ich muss was anderes ausprobieren. Also dieses experimentelle Lernen, ja, wo ich in Schleifen lerne, das ist ja genau immer dieser Wechsel von strategisch auf operativ und zurück. Ich würde das gar nicht trennen wollen. Mhm. Also so. Und ja. Ich habe noch eine Idee vorhin gehabt bei Karl. Vielleicht wäre ja auch eine Möglichkeit, ich weiß nicht genau, wie ihr das mit dem Poster gemeint habt, aber das so eine interaktive Grafik zu machen, dass man sagt, man hat eine relativ vereinfachte Grafik auf der Oberfläche, aber man kann in die einzelnen Elemente dann halt reinklicken und wirklich dann auch gerade zum Beispiel bei dem Purpose, ja, wie finde ich denn überhaupt einen Purpose? Da nochmal dann Deep Dive machen an den einzelnen Punkten. Also man könnte bei so einer interaktiven Grafik 2 Ebenen oder 3 Ebenen sogar reinholen. Das ist ein spannender Gedanke, weil alle die Sachen, die wir rechts gesehen haben, haben wir quasi immer als Poster wirklich gedruckt, dann auf den Camps und so dabei gehabt, damit es als Objekt bei jemandem im Büro hängt oder so und immer wieder so eine Erinnerung auch ist. Gerade durch Pandemie, aber auch darüber hinaus, könnte man das mit reindenken, ne? Dass man sagt, man hat eine gedruckte Version und
für eine Online-Variante lässt man Leute da nochmal anders durchnavigieren, ne? Oder nutzt die Vorteile des Digitalen. Ja. Also ich hatte das auf einer anderen Ebene gedacht. Ich finde aber jetzt hier die Idee mit der interaktiven Detailzuschaltung total spannend. Ich hatte, wenn ihr mal hier runterscrollt, in die Ecke unten rechts, gedacht, dass ich mal etwas ausprobieren wollte, was so ein bisschen weggeht von dieser klaren Authorship von allen Sketchnotes, die ich ansonsten mache, wo man ja in einem geschlossenen Format arbeitet, dass man dann ja auch als PNG oder irgendwas Bilddatei zur Verfügung stellt und hier mit etwas arbeiten, also generell das Poster so aufbauen möchte, dass man das als Inkscape-Datei, also mit Vektoren, die man einfach verändern und austauschen kann, zur Verfügung zu stellen, sodass du dann ja hier auch schon für dich die Individualisierung ohne Probleme vornehmen könntest. Das ist das Gleiche, ja, wie das von vornherein einzulegen an verschiedenen Detailebenen, aber es auf jeden Fall auch schon mal hier dieser Aspekt, dass das Poster für tendenziell für alle dann etwas anderes sein könnte. Mhm. Na, man macht quasi eine Version, ja, rechnet die raus, sagt, so das ist ein hübsch gelayoutetes Poster. Wenn es dir zu komplex ist oder wenn du es irgendwie für dich nochmal anpassen möchtest, gibt es hier die Inkscape-Variante. Das ist eigentlich, was mir da gerade einfällt, ist, was ich öfter mal mache, ist, ich gebe Getting Things Done in Google ein und gehe dann auf die Bildersuche. Und dort findet man nämlich genau die wahnsinnig vielen Varianten, wie Leute Getting Things Done für sich interpretieren, ne? Mit Mindmaps, mit allen möglichen anderen Grafiken, selber dargestellt, Flow-Diagramme. Also das ist eigentlich eine gute Idee, anzuregen, dass es das, was wir anbieten, eine Variante ist, jeder sich aber seine eigene Variante bauen kann daraus. Das finde ich sehr gut. Also das ist für mich ein Meta-Ding hinter auch also allem, was ich jetzt so im Bereich Sketchnoting mache, da vielleicht in diese Richtung zu kommen, dass man weniger mit fixen Ergebnissen und also Bilddateien arbeitet, mit denen niemand dann was anfangen kann, sondern die Sachen, von denen ich eh sage, die sind Creative Commons und sind dafür gemacht, dass Leute damit weiterarbeiten. Ja? Dass man die dann halt auch in einem Format anbietet, mit dem das bestmöglich möglich ist. Aber da würde mich von dir nochmal interessieren, weil wir haben das Thema ein paar Mal schon diskutiert, zum Beispiel bei Sprachversionen. Ne? Wenn ich so eine Sketchnote zeichne, dann muss ich mir entscheiden, ist die Deutsch oder Englisch? Weil ich ja anders als bei einer Software oder einer Webseite nicht einfach sagen kann, der Text ist in der einen Variante Deutsch, in der anderen Englisch. Wenn ich das jetzt aus so Baukästen zusammenbaue, hätte ich jetzt ohne Sketchnoter zu sein die Befürchtung, dass dann dieser kreative Akt des Zeichnens eigentlich eher so ein ich baue Lego-Bausteine zusammen Akt ist. Ne? Also was das mit dem Prozess des Sketchnotings macht. Ja gut, das hier ist kein Sketchnoting-Projekt. Ja. Also ich sehe das auf unterschiedlichen Ebenen, aber wir sind auch jetzt, glaube ich, schon am Ende unserer Zeit angelangt, oder Simon? Ja, halb ist Sessionende, richtig. So, das heißt, wir bedanken uns erstmal recht herzlich, beenden gleich die Aufnahme und freuen uns, dass ihr dabei wart. Wir haben einige Post-its aufgeschrieben und auf jeden Fall wertvolle Hinweise bekommen für das Diagramm und wie wir es weiterdenken. Simon wird mich dann noch weiter mit mir weiter in Kontakt bleiben, wie wir das Poster hinkriegen in diesem Jahr und seid gespannt, was da kommt. Ja, beim letzten Mal haben wir gut abgeliefert, ja, mit Lernos in a Nutshell und diesmal liefern wir bestimmt auch wieder gut ab. Vielen Dank für eure Hilfe. Und für die, die das mitbekommen wollen, es gibt Lern_OS auf Twitter als Handle und auf dieser Community-Plattform Connect, da gibt es so einen Community-Kalender. Wir machen einmal im Monat so einen Community-Call eine Stunde. Das ist in der Regel der dritte Freitag im Monat. Und sobald wir dann was Fertiges haben oder den nächsten Schritt auch haben, werden wir das auf jeden Fall da mal anteasern und zeigen, wer da auf dem Stand bleiben will.
Alles klar, dann stoppe ich die Aufnahme. Danke euch und wünsche euch viel Spaß in den nächsten Sessions. Dankeschön. Danke euch. Tschüss. Sessions hier nach? Danke euch. Danke, tschüss. Ciao, ciao. Zum Beispiel die Session Achtsamkeit. Eine Intro.